Mühlhausen in Thüringen war schon seit dem frühen Mittelalter eine recht bedeutende Stadt. Ausgehend vom ursprünglichen Altmühlhausen im Nordosten entwickelte sie sich ab dem 12. Jahrhundert rapide. Mit etwa 10.000 Einwohnern war sie die zweitgrößte Stadt in Thüringen und eine der 14 größten Städte in Deutschland. Zu ihrem Schutz begann man in jener Zeit eine Mauer um die Stadt zu bauen, die 7 Tore und 38 Wehrtürme hatte, sowie eine Fläche von etwa einem halben Quadratkilometer umschloss. Im 14. Jahrhundert folgte der Bau einer weiteren Stadtmauer um die Stadt, die ungefähr 6,5 Kilometer lang war und 9 Tore besaß. Zwischen dem 12. und 14. Jahrhundert entwickelten sich außerhalb der inneren Stadtmauer die 5 Vorstädte. Jeweils mit einer Kirche als Zentrum sind dies die Georgi, die Margareten, die Petri, die Nikolai und die Martini-Vorstadt. Vor allem im Zuge der Industrialisierung ab dem 18. Jahrhundert dehnten diese sich über die äußere Stadtmauer hinweg weiter aus. So entstand im 20. Jahrhundert noch das Forstbergviertel, was hiermit zu den Vorstädten gerechnet werden kann. Begleiten Sie mich nun zu den Vorstädten, ihrer Geschichte und den Geschichten rund um die innere Stadtmauer von Mühlhausen zu den Städten vor der Stadt. Beginnen wir mit der Georgi-Vorstadt, die eine Ausnahme bei der Vorstadtentwicklung Mühlhausens darstellt, weil sie den Ursprung der Stadt bildet, also als erstes Siedlungsgebiet Mühlhausens zählt. Von hier aus breitete sich die Ansiedlung Richtung Süden und Südwesten aus. Das Zentrum der Georgi-Vorstadt mit einst nur 72 Häusern ist die Georgi-Kirche. Sie liegt an der nordöstlichen Einfallstraße auf dem direkten Wege zur ehemaligen Pfalzburg. Die Georgi-Kirche bzw. ihr Vorgängerbau dürfte die erste Kirche oder Kapelle der Stadt gewesen sein. Die Georgi-Vorstadt wurde früher als Altmühlhausen bezeichnet und war offensichtlich die älteste Ansiedlung der Franken, die der Stadt ihren Namen gaben. Zu einer solchen Ansiedlung der christlichen Franken gehörte sehr wahrscheinlich auch eine Kirche oder Kapelle, ein möglicher Vorgängerbau der Georgikirche. Der heutige Bau entstand wahrscheinlich am Anfang des 14. Jahrhunderts und wurde 1359 erstmals erwähnt. Der Turmaufbau entstand 1748 anstelle des baufälligen Spitzenturmes. Der Giebel an der Ostseite wird durch einen Aufsatz, der als Auslug zur Unstrutfurt gedeutet wird, gekrönt. Um 1370 entstand die sechseckige Kapelle vor der Südwand. Eine Legende besagt, Bonifatius selbst hätte die Kapelle Anfang des 8. Jahrhunderts errichtet. Erst zwischen 1906 und 9 wurde eine Verbindungstür zur Kirche eingebaut und die Kapelle ab da als Taufkapelle genutzt. Eine weitere Legende berichtet, dass bereits im Jahre 451 der Hunnenkönig Attila auf seinem Zug von Ungarn nach Frankreich in der Burg Mulhus gewohnt haben soll. Aus Dankbarkeit und zu Ehren Ritter Georgs ließ er eine Kirche errichten. Da man bei der Besiedlung der Stadt und ihren Ursprüngen von Nordosten her ausgeht, könnte dies ein Vorgängerbau der Georgikirche gewesen sein. Historisch belegt ist diese Annahme jedoch nicht. Soweit zur Georgikirche. Der Stadtzugang durch die innere Stadtmauer erfolgte von der Georgi-Vorstadt durch das Girma oder das Burgtor, welches vor dem Abbruch der Pfalzburg nur eine Pforte für Fußgänger war. Die Tore der Außenmauer im Bereich der Georgi-Vorstadt waren in Richtung Osten das Klingentor und das Wagenstädter Tor in Richtung Nordosten. Dieses Tor an der ältesten und wichtigsten Unstrutfurt wurde auch als Schindertor bezeichnet, da gleich hinter dem Tor die städtische Abdeckerei lag. Im Mittelalter wurde der Abdecker, der für die Beseitigung von Tierkadavern zuständig war, auch Schinder genannt. Oft war der Schinder auch der Scharfrichter des Ortes. Das Tor gleich nach der Wagenstädter Brücke wurde 1862 abgebrochen. Der Name Wagenstädt leitet sich vom Wagensteg ab und bezieht sich auf die alte Holzbrücke, den Wagensteg, über die Unstrut. Der Abriss des Klingentores erfolgte 1867.
Dies befand sich auf der alten Landstraße nach Görma, der heutigen Friedrich-Engels-Straße, in unmittelbarer Nähe zur Klingenmühle. Diese hatte einst die Hausnummer St. Georgi 72, war also das letzte Haus in der Georgi-Vorstadt in Richtung Osten. Erstmals taucht die Klingenmühle im Jahre 1380 in den Büchern der Stadt auf. Ob mit der Nennung einer Mühle vor dem Görmer Tore im Jahre 1316 nun die Klingenmühle gemeint war, ist heute nicht mehr zweifelsfrei festzustellen. Die Nummer St. Georgi 70 trug die Graupenmühle. Sie lag etwas weiter westlich am Mühlengraben in der Sondershäuser Straße und wurde auch als Haferkrützmühle bezeichnet. Erwähnt wurde sie erstmals 1774. Die letzten verbliebenen Gebäude wurden im Jahre 2000 abgerissen. Ihr gegenüber steht auch heute noch die Kreuzmühle mit der alten Hausnummer St. Georgi 1. Ihr Name wird erstmals 1436 in Bezug auf den Müller genannt. 1901 bekam sie nach einem Brand ihr heutiges Aussehen. Die Kreuzmühle stellte als letzte der Mühlhäuser Mühlen 1991 den Betrieb ein. Noch eine weitere Mühle befand sich auf dem Gebiet der Georgi-Vorstadt. Mit der alten Hausnummer St. Georgi 29 lag die Burgmühle direkt am Weg vom Wagenstädter Tor durch die Honiggasse zur Reichsburg und weiter zur Stadt. 1405 erstmals erwähnt, ist heute nur noch der um 1900 errichtete Anbau von der alten Mühle übrig, die 1987 abgerissen wurde. Zu den Mühlen als Vorläufer der modernen Industrie gesellen sich auch in St. Georgi einige Industriebetriebe. Das waren vor allem die Leimsiederei der Familie Fockrott in der Sondershäuser Straße, die Gerberei Mammetsch in der Friedrich-Engels-Straße und die Wollwarenfabrik von Louis Hirsch in der Feldstraße. Aus dieser entstanden nach den Enteignungen 1938 und 1945 ein Mühlanerbetrieb und die Wolldeckenfabrik. Zudem siedelte sich 1875 in der Mühlstraße die Textilveredelung SF Giebe, der spätere VIB Cotana BB3 mit der legendären Kohlenkranbahn über den Schwarzen Weg an. Mitte der 1980er Jahre folgte dann noch der VIB Telelux mit seinem Hauptsitz in der Krümme. Dieser Dienstleistungsbetrieb ging aus dem VIB Röhrenwerk hervor und beschäftigte sich mit der Reparatur von Elektrogeräten aller Art. Das waren aber nur ein paar Beispiele für die Entwicklung, aber auch den Niedergang der Industrie in der Georgi-Vorstadt. Begeben wir uns nun in die Straßen und Gassen. Hier macht die Sondershäuserstraße und der nördliche Kiliansgraben den Anfang. Die 1876 erstmals erwähnte Sondershäuserstraße war von Nordosten her der wichtigste Stadtzugang. Wie sie zuvor genannt wurde, ist nicht bekannt. Die Verlängerung des Kiliansgrabens, der ehemaligen Straße der DSF, von der Friedrich-Engels-Straße bis zur Einmündung Feldstraße entstand erst in den 1970er Jahren. Zuvor waren dort Gärten und Höfe, was dieses Bild aus den 1950er Jahren zeigt. Neben den beiden Mühlen befand sich in der Sondershäuser Straße einst das Jacobi-Hospital, welches auch als Armspittel bezeichnet wurde und das 1822 geschlossen wurde. Auch ein Gasthaus gab es in der wichtigen Einfallstraße, den Coburger Hof. Unter der alten Hausnummer St. Georgi 60D gab es dieses Gasthaus von 1877 bis 1968-69. Durch den Bau der Straße der DSF, wobei das DSF für Deutsch-Sowjetische Freundschaft steht, und die damit veränderte Straßenführung stand es im Weg und wurde abgerissen. Auch der Mühlgraben wurde in den 1970er Jahren in Rohren verlegt, sodass heute nach der Kreuzmühle nichts mehr von ihm zu sehen ist. Entlang der Sondershäuserstraße befanden sich aber auch viele Geschäfte, von denen einzig eine Bäckerei bis heute überlebt hat. Besonders im nördlichen Teilstück der Straße sind seit den 1980er Jahren viele Häuser verschwunden. Von den ehemaligen Häusern entlang der Straßenwestseite sind aber noch einige Aufnahmen erhalten geblieben.
sogar vom ehemaligen Pferdegässchen, das von der Wagenstädter Brücke bis zur Naumannstraße entlang der ehemaligen äußeren Stadtmauer führte, gibt es noch einige Bilder. So zeigt eine Zeichnung von Otto Tomacek aus dem Jahre 1912 dieses Areal von der nördlichen Unschrutseite her. Ein Blick von der Brücke, bei dem beide Uferseiten zu sehen sind, gewährt eine weitere Aufnahme aus den 1950er Jahren. Während das Farbfoto den Zugang zum Pferdegässchen oder wie diese Gasse richtig hieß, der Grabengasse, in den 1980er Jahren zeigt, ist auf dem Bild von 1976 das letzte Stück der äußeren Stadtmauer hinter der Feldstraße 110 zu sehen. Als in dieser Zeit das Neubaugebiet gebaut wurde, brach man das kleine Gartenhäuschen ab. Im Inneren gab es einen mit bunten Rosenmotiven gestalteten Kamin, ähnlich denen in einigen Lusthäuschen auf der Stadtmauer. Damit sind wir auch schon in der Feldstraße oder besser, was wir heute als Feldstraße kennen. Um die Straßenführung der einzigen Georgi-Vorstadt im Mittelalter etwas zu verdeutlichen, nehmen wir einmal einen Stadtplanteil von heute zur Hand bzw. auf dem Bildschirm und vergleichen ihn mit der Situation etwa in der Mitte des 15. Jahrhunderts. Suchen wir erst einmal nach Objekten, die damals und heute vorhanden waren bzw. sind oder von denen wir wissen, dass es sie nachweislich einmal gegeben hat. Da wäre als erstes die Unstrut, gefolgt vom Mühlgraben, der im 9. Jahrhundert angelegt worden ist. Auch der Zufluss der Schwemmnotte und der des Straßenbaches der damaligen Straße unter der Linde war bereits vorhanden. Es gab die Georgikirche, die innere Stadtmauer sowie die Kreuz-, Kling-, Burg- und Feldmühle. Letztere gehört aber schon zur Margaretenvorstadt. Auch war schon eine Brücke über die Unstrut, der sogenannte Wagensteg, vorhanden. Heute nicht mehr da, aber zur damaligen Zeit noch existent, sind das innere und äußere Burgtor, das innere und mittlere Görmertor, der Burgteich und der gefüllte Kreuzgraben. Bekannt ist weiterhin der ungefähre Standort des Klingentores, der Standort des Wagenstädter Tores und natürlich die äußere Stadtmauer, die im 14. Jahrhundert entstand, deren Verlauf hier aber nur angenommen ist. Auch wissen wir, dass es gleich nach dem Wagenstädter Tor den Schinderhof gab, sowie gegenüber der Georgikirche die städtische Schäferei, nach der die Schäfergasse benannt ist. Wenn auch nicht der genaue Standort der ehemaligen Reichsburg bekannt ist, so doch das Areal, auf der sie sich befunden hat. Kommen wir zu den Straßen. Vom Görmertor aus ging die erste, die heutige Friedrich-Engel-Straße, in Richtung Osten nach Görmer. Sie führte durch das Klingentor. In Richtung Windeberg nach Nordosten führte die heutige Sondershäuserstraße vom Görmertor aus durch das Wagenstädter Tor und über den Wagensteg. Diese Straße war auch eine wichtige Einfallstraße und teilte sich vor der Georgikirche. Dabei war aber der Weg durch die heutige unscheinbare Honiggasse die wahrscheinlich wichtigste direkte Verbindung zur ehemaligen Pfalzburg und nach deren Abriss weiter in die Stadt. Die Bezeichnung Honiggasse hat sich aus dem früheren Hundgasse entwickelt. Dabei steht Hund nicht für das Tier oder den kleinen Kohlewagen, sondern war die Rangbezeichnung für eine fränkische Amtsperson unter den Grafen. Natürlich gab es auch die Feldstraße schon. Sie wurde nach den innerhalb der äußeren Stadtmauer gelegenen Feldern bezeichnet, führte ab der Krümme in Richtung Margaretenvorstadt, war in obere und untere Feldstraße geteilt und nicht sehr stark besiedelt. Die heutige Krümme entstand erst in der Mitte des 19. Jahrhunderts als Verbindung von der Feldstraße zur Straße an der Burg. Sie resultiert wahrscheinlich aus dem Wegfall der Honiggasse als Durchgangsstraße infolge des Fabrikbaus auf dem Gelände. Ebenfalls wichtig, von 1417 bis 1872 befand sich der jüdische Friedhof an der Burg vor der Stadtmauer. Die Bestattung ihrer Verstorbenen war den jüdischen Mitbürgern innerhalb der Stadtmauern nicht gestattet. Soweit ein ungefährer Überblick über die Besiedlung der Georgivorstadt im 15. Jahrhundert. Weiter nun mit den Bildern der heutigen Feldstraße, die seit 1888 durchgehend diesen Namen trägt. Vorher, bis 1885, hieß sie Georgstraße und dann bis 1888 Georgikirchstraße. Die heutige Feldstraße setzte sich einst aus fünf verschiedenen Teilstücken zusammen.
der Unteren und der Oberen Feldstraße, auf dem Kirchhofe, am Kirchhofe und der Georgi-Kirchstraße. Beginnen möchte ich mit dem wohl größten Gebäude in der Feldstraße, abgesehen von den Arbeiterschließfächern, also den Plattenbauten, der Georgi-Schule. Ihr Bau begann 1908 und ab 5. April 1910 wurde die größte Schule von Mühlhausen eingeweiht. Der repräsentative Klinkerbau hat bis heute nichts von seiner Ausstrahlung eingebüßt. Bei einer Bausumme von 438.000 Mark ist das eigentlich auch kein Wunder. Die Pläne für die Schule stammen vom damaligen Stadtbaurat Hans Messow, ausführender Bauunternehmer war Karl Louis Müller. Zu den 36 geräumigen Klassenräumen kamen 4 breite Treppenhäuser, 4 Lehrmittelräume, 2 Lehrerzimmer, 2 Bibliotheken und 2 Rektorenzimmer sowie eine Aula, eine Turnhalle, ein Physikraum, ein Schulgarten, eine Zentralheizung, eine Hausmeisterwohnung und ein Brausebad im Keller. Man bedenke, wir reden über einen Bau, der um 1905, also noch zu Kaiserzeiten, geplant wurde. Wenn nun auch schon Aufnahmen der Feldstraße aus den 1950er und 60er Jahren zu sehen sind, möchte ich doch noch etwas bei der Schulgeschichte bleiben. Zunächst war die Georgi-Schule eine Doppelvolksschule für Mädchen und Jungen. Von 1919 bis 1938 dann katholische Volksschule. Ab 1915, während des Ersten Weltkrieges, diente der Nordflügel als Lazarett. 1939 wurde die Georgi-Schule in Horst-Wessel-Schule umbenannt und behielt diesen Namen bis zum 27. April 1945. 1942 war zunächst der Nordflügel und später die gesamte Schule wieder ein Lazarett. Nach dem Zweiten Weltkrieg war die Schule eine 8-klassige Grundschule, getrennt für Mädchen in der Georgi 1 und für Jungen in der Georgi 2. Die Trennung wurde 1950 aufgehoben und es entstanden gemischte Klassen. 1956 begann der 10-klassige Unterricht als Grund- und Mittelschule. 1959 wurde das Lehrschwimmbecken, die sogenannte Georgi-Pfütze, eingeweiht und die Georgi-Schule mit dem Jahre 1960 in POS 1 und POS 2 aufgeteilt. Diese erhielten 1976 den Namen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. 1990 wird der historische Name wieder eingeführt und 1991 die Schule zu einem Teil des Delesius-Gymnasiums. In den Jahren 1999 und 2000 wurde dann, als Abschluss der Georgi-Schulgeschichte an dieser Stelle, eine neue Sporthalle gebaut, da die alte schon lange nicht mehr ausreichte. Bei meiner Suche nach Gasthäusern in der Feldstraße fand ich nur die Klause an der Ecke zur Naumannstraße. Diese gehört aber schon zur Margaretenvorstadt. Dafür muss ich hier einen Nachtrag zur Sondershäuserstraße machen. Mit der alten Hausnummer St. Georgi 7, heute Hausnummer 46, befand sich der Gasthof zum Goldenen Kreuz in unmittelbarer Nähe zur Georgikirche. Er soll einer der ältesten Gasthöfe in Mühlhausen gewesen sein, schriftlich tritt er aber erst 1860 in Erscheinung. 1949 wurde das Goldene Kreuz in Goldener Krug umbenannt und 10 Jahre später geschlossen. Bildmaterial zum Gasthof habe ich aber leider keins. Dafür aber von einer neuen Straße, die im Zuge der Umgestaltung des gesamten Feldstraßengebietes entstand. Die Straße am neuen Ufer führt seit Ende der 1970er Jahre von der Feldstraße zur Naumannstraße. Auch habe ich noch einige Farbaufnahmen von Häusern gegenüber der Georgikirche aus den 1980er Jahren und von der Honiggasse aus den Jahren 2013 und 14 gefunden. Als Mitte der 1970er Jahre der Bau der Plattenbausiedlung, die sich von der Sondershäuserstraße im Osten bis zur Ammerstraße im Westen erstreckt, ahnte noch niemand, dass ein Teil dieser Wohnblöcke schon knapp 30 Jahre später wieder abgerissen werden sollten. War es in den 1970er Jahren aufgrund steigender Bevölkerungszahlen, Mühlhausen hatte damals über 40.000 Einwohner, notwendig geworden, vielen Menschen auf relativ wenig Raum schnell Wohnungen zur Verfügung zu stellen, nahm die Mühlhäuser Bevölkerung nach der Wende 1989-90 sehr schnell wieder ab. Das wiederum führte zu Leerstand und zum teilweisen Rückbau einiger Wohnblöcke. Zwischen der Krümme, der Honiggasse und der Straße an der Burg entstand, etwa 100 Jahre vor dem Neubaugebiet, im Jahre 1870 die Wollwarenfabrik Louis Hirsch.
Die Fabrikgebäude prägten das gesamte Areal bis zum Abriss in den Jahren 2013 und 2014 sowie dem Neubau der beiden Einkaufszentren. Auch einige Bilder der Krümme aus verschiedenen Jahren zeigen die Entwicklung dieses Areals recht deutlich. Erstmals wurde diese Straße als in der Krümme 1865 erwähnt. Zwischen 1946 und 1990 hieß sie Gustav-Meyer-Straße und seit 1990 nur noch Krümme. Damit sind wir in der Straße an der Burg angekommen. Heute prägt der zentrale Omnibusbahnhof und das Gebäude der Telekom das Straßenteilstück, welches zur Georgivorstadt zählt. Vor der Burgmühle auf dem heutigen Parkplatz der Telekom gab es seit 1870 ein Gasthaus namens Burgkeller. Die Adresse lautete an der Burg 3, zuvor St. Georgi 2728. Dieses war in den 1950er bis 70er Jahren besonders beliebt bei den Fahrgästen des gegenübergelegenen Busbahnhofs. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten betrieb der Brauer Gustav Weimar dieses Gasthaus ab etwa 1895. Zum Burgkeller gehörten zwei Gasträume und ein Saal für 170 Personen. Die Pächter bis 1921 waren Theodor Bellstedt, Christian Faubel, Julius Kerkhoff und Arno Kiel. Dieser benannte das Gasthaus um 1930 in Tannhäuser um und betrieb es mit Unterbrechungen bis 1950. Danach wurde der Konsum Eigentümer und nutzte den Tannhäuser als Clubhaus. Als letzte Pächter führte das Ehepaar Schwenke die Gaststätte von 1961 bis 1963. Die KWV übernahm ab 1972 das Gasthaus, welches Ende der 1970er Jahre geschlossen und am 8. März 1986 abgerissen wurde. In unmittelbarer Nachbarschaft stand ab 1839-40 mit der alten Hausnummer St. Georgi 26b das Schauspielhaus. Später war die Adresse an der Burg 5. Neben dem Saal für Theateraufführungen waren zwei Gastwirtschaften, die in den Jahren viele verschiedene Pächter hatten, ein Schauspielhaus zu finden. Der Berliner Hof und der Theaterkeller. Erstmals 1926 wegen baulicher Mängel gesperrt, war es um den Allgemeinzustand des Hauses nie sehr gut bestellt. Eine weitere Schließung wegen baupolizeilicher Mängel erfolgte 1938. Ab 1943 nutzte die Wehrmacht das Gebäude als Teillazarett. 1945 öffneten mit neuem Pächter das Restaurant und der Theaterkeller nochmals, bis das marode Haus 1956 geschlossen wurde, lange leer stand und in den 1970er Jahren abgerissen wurde. Neben dem Schauspielhaus verlief ein schmaler Weg von der Burg bis zur Feldstraße. Dieser Weg, auch oft Schwarzer Weg genannt, war die Grenze zwischen der Georgi- und der Margaretenvorstadt. Ende der 1970er Jahre erfolgte der großflächige Abriss der gesamten Altbausubstanz auch zwischen der Feldstraße und der Burg. 1982 begann der Bau einer Kaufhalle, heute heißen diese Einkaufstempel Supermarkt, auf dem Gelände hinter dem ehemaligen Schauspielhaus. Am 1. November 1983 wurde dieser dann eröffnet. Wenden wir uns nun dem Südteil der Straße zu. Kurz vor dem ehemaligen inneren Burgtor, wo die Stadtmauer Richtung Süden abknickt, stand in den 1920er Jahren eine kleine Tankstelle. Wie lange das Häuschen eine Tankstelle war, weiß ich leider nicht. Aber das ist später zu einer öffentlichen Toilette umgebaut und bis in die 1990er Jahre als solches betrieben wurde, weiß ich sicher. Erst mit der Umgestaltung des Busbahnhofs oder wie man heute sagt zentraler Omnibusbahnhof und dem Bau einer modernen Toilettenanlage verschwand das kleine Häuschen, das hier auf dieser Aufnahme von 1990 noch zu sehen ist. Interessant sind auch der schöne Briefkasten an der Stadtmauer gegenüber sowie das Gartenhäuschen obenauf. Diese Aufnahme stammt aus dem Jahre 1988, als es noch keine Mobiltelefone gab und die Nachrichten noch per Brief. Das sind die, meist mit der Hand beschriebenen Zettel in einem Umschlag mit Briefmarke drauf, versandt wurden. Damit kommen wir zum Busbahnhof. Seit Mitte der 1930er Jahre wird dieser Platz als Busbahnhof genutzt.
Anfangs war hier der Start für die neu geschaffenen Stadtlinien nach Görmer und nach Ammern. Damals sorgte noch die Straßenbahn für den Personenverkehr in der Stadt. Als später immer mehr Buslinien hinzukamen und auch die umliegenden Dörfer regelmäßig angefahren wurden, war ein Ausbau unumgänglich. Die zentrale Lage in der Stadt bot beste Voraussetzungen für einen Busbahnhof. Die Landbevölkerung hatte es nicht weit ins Stadtzentrum und auch für die Stadtlinien bestanden gute Umsteigemöglichkeiten. Wann die ersten Bussteige angelegt wurden, weiß ich leider nicht. Ich vermute aber in den 1940er Jahren. Die Anfahrt der Busse erfolgte damals noch über die Fortenstraße und an der Burg entlang der Stadtmauer, wo heute die Taxis ihren Sammelpunkt haben. Diese standen damals gegenüber dem Gasthaus Tannhäuser. Die erste große Umgestaltung fand Mitte der 1980er Jahre statt. Es wurden neue Bussteige gebaut, der Straßenbelag erneuert und der Busbahnhof bekam sogar eine Überdachung. Diese war nach der Wende, wahrscheinlich weil aus DDR-Zeiten, nicht mehr schick und wurde bei der neuerlichen Umgestaltung in den 1990er Jahren wieder entfernt. Direkt hinter dem Busbahnhof, aber noch vor der Stadtmauer, befand sich das bürgerliche Brauhaus, die Reichsquellbrauerei. Sie wurde 1832 von Christian Gottlieb Weimar gegründet. Anfangs hieß sie Brauerei Christian Gottlieb Weimar, dann ab 1918 Burgbrauerei und ab 1928 bürgerliches Brauhaus. 1950 kam der Namenszusatz Reichsquell hinzu. 1953 erfolgte die Angliederung an den VEB Brauhaus Mühlhausen. Ab 1990 gehörte sie zur Thuringia Brauerei GmbH, die 1992 durch die Treuhand verkauft und 1995 geschlossen wurde. Bereits seit 1992 standen die Gebäude an der Burg leer und wurden schließlich 1997 abgerissen. An ihrer Stelle steht heute die Burggalerie. Mitte des 19. Jahrhunderts ließ Weimar die Kunstruine als Verkleidung für Keller und Firmengebäude der Brauerei unter Einbeziehung eines Wehrturms der Stadtmauer errichten. Sie bot schon vielen Künstlern ein romantisches Bild, egal ob gezeichnet, gemalt oder fotografiert. Obwohl sie der ehemaligen Reichsburg nachempfunden sein soll, stand diese nie an dieser Stelle. Dafür war aber vor der Stadtmauer und später auch vor der Kunstruine seit 1417 der jüdische Friedhof von Mühlhausen. Nachdem 1872 der jüdischen Gemeinde ein Areal von 300 Quadratmetern auf dem städtischen Friedhof in der Eisenacher Straße zugewiesen wurde, durften an der Burg keine neuen Bestattungen mehr vorgenommen werden. Im März 1900 wurden die Grabsteine in die Eisenacher Straße überführt und das Gelände an der Burg eingeebnet. Etwa 20 Jahre später sah es an dieser Stelle dann so aus. Von der Straße an der Burg Richtung Osten erstreckt sich seit etwa 1850 der Kreuzgraben. Bezeichnet wurde der einstige schmale Weg nach einem Sühnekreuz nahe dem Görmer Tor. Zuvor war hier ein Wassergraben, der Teil der Stadtbefestigungsanlage von Mühlhausen war. Im Zuge der industriellen Entwicklung wurde der Weg immer weiter ausgebaut und ist heute eine der wichtigsten und größten innerstädtischen Straßen. Ungefähr auf der Hälfte des Kreuzgrabens stand bis 1867 der Pulverturm am Ende der Hauptmannstraße. Er war Lager für die Pulvervorräte der preußischen Garnison. Vorerst nur bis auf die Höhe der Stadtmauer abgebrochen, erfolgte der Durchbruch zum Kreuzgraben, das sogenannte Alexandertor, 1875. Bis in die 1970er Jahre gab es, etwa seit den 1940er Jahren, neben dem Durchbruch zur Hauptmannstraße eine Tankstelle. Nachdem der Tankstellenbetrieb eingestellt wurde, diente sie als Lagerplatz und als zeitweises Domizil der Kirmesgemeinde Mönchgasse. Gegenüber befanden sich mehrere Firmen, unter anderem auch der Geflügelschlachthof. Das Gebäude Kreuzgraben Nummer 3 steht heute noch, viele andere aber wurden zwischen 2013 und 2015 abgerissen und es entstand ein Parkplatz für zwei Einkaufsmärkte.
Eine Besonderheit der Mühlhäuser Stadtmauer kann man auf dem weiteren Weg Richtung Osten auch heute noch bewundern. Es ist der Tollturm, der mit seiner runden Seite weit über die Stadtmauer hinausragt. Seinen Namen erhielt er, weil im Mittelalter hier die geistig Verwirrten, also die Tollen, eingesperrt waren. Der Turm lag weit von den bewohnten Stadtvierteln entfernt, sodass man die Schreie der Eingesperrten nicht hören konnte. Außerdem diente er damals oft auch als Gefängnis. Wir sind wieder zurück am Ausgangspunkt unseres Ausfluges in die Georgi-Vorstadt, aber noch nicht am Ende. Dort, wo einst das Görmer Tor stand, direkt an der Stadtmauer zwischen Kreuzgraben und Kiliansgraben, gab es eine kleine Drogerie. Das Haus wurde 1964 abgebrochen und die Kreuzdrogerie, so ihr Name, in die Görmer Straße verlegt. Das Haus an der Ecke vom Kiliansgraben zur Friedrich-Engels-Straße, Kiliansgraben Nummer 24, wurde 2002 abgerissen. Aber auch das war noch nicht alles, was es zu St. Georgi zu sagen und zu zeigen gibt. Auch ein Teil des Kiliansgraben gehörte noch zur Georgi-Vorstadt. So zum Beispiel das ehemalige Kaffeehaus Monopol, vorher Deutsches Café und später Fixbar. Hier auf der Karl-Marx-Straße, entlang der beiden Waldstraßen, verlief die Grenze zur Martini-Vorstadt. Die Karl-Marx-Straße führt seit 1876 zuerst als Friedrichstraße und von 1950 bis 1961 als Stalinstraße von der Innenstadt direkt zum Bahnhof. 1886 wurde dafür ein Mauerdurchbruch von der Straße unter der Linde zum Kiliansgraben angelegt. Nach der Eröffnung der Straßenbahn-Oberstadtlinie 1901 führte diese entlang der Friedrichstraße und durch den Mauerdurchbruch in die Innenstadt. An dieser Stelle eine kurze Bemerkung zur katholischen Kirche St. Josef. Wenn auch das Pfarrhaus in der kleinen Waldstraße steht und zu St. Georgi gehört, so steht die Kirche selbst auf dem Gebiet von St. Martini. Auf dieser Aufnahme aus den 1890er Jahren ist das Gebiet dargestellt, auf dem später die heutige Thomas-Münzer-Schule und die katholische Kirche erbaut wurde. Den ungefähren Verlauf der Grenze, wenn man überhaupt von einer Grenze sprechen kann, zwischen St. Georgi und St. Martini, habe ich durch die rote Linie gekennzeichnet. Auf dem Areal zwischen Kiliansgraben und Waldstraße befand sich bis zu seinem Abriss in den späten 1960er Jahren eine weitere Besonderheit der Georgi-Vorstadt. Es ist bzw. war der letzte Weidwärterturm von Mühlhausen. Der Turm stand im Gartenbereich des Hauses Waldstraße 43, heute Maler GmbH Drei Schilde. Von ihm aus hatte ein Wächter die dort angelegten Weidäcker überwacht. Mühlhausen war zwar keine Weidstadt wie Erfurt, Sömmerda oder Bad Hennstedt, hatte aber das kaiserliche Recht, Weid herzustellen und damit zu handeln. Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts sind aber keine Berichte mehr über die Herstellung oder den Handel mit Weid in den Büchern der Stadt verzeichnet. Die blaue Farbe der Weidpflanze war bis zum Aufkommen des Indigo-Farbstoffes im 16. Jahrhundert die einzige blaue Farbe zur Textilfärbung im damaligen Europa. Nur die Weidstraße und die kleine Weidstraße in Mühlhausen zeugen heute noch von dessen Herstellung. Unser Weg führt uns in die Friedrich-Engels-Straße, die bis 1946 Wilhelmstraße hieß. Seit ihrer Ersterwähnung 1402 hieß sie bis 1871 Klinge bzw. in der Klinge. Hier stand bis 1867 das Klingentor. Auch war gegenüber der Waldstraße die Einfahrt zur Klingenmühle. Als diese Aufnahmen in den 1920er und 30er Jahren entstanden, war die Klingenmühle aber schon keine Mühle mehr, sondern ein Textilbetrieb. Dort, wo die Friedrich-Engels-Straße, die Karl-Liebknecht-Straße, die kleine Waldstraße und die Bahnhofstraße zusammentreffen, stand bis Ende der 1960er Jahre eine städtische Waage. Sie gehörte wohl zu beiden Vorstädten, obwohl bei ihrer Errichtung die strenge Abgrenzung der Vorstädte bereits aufgehoben war. Kurz vorher, in der ehemaligen Wilhelmstraße 9, befand sich seit 1888 eine Schankwirtschaft, die erst Schröderische Restauration, dann Deutsche Eiche und später Enders Gasthaus genannt wurde. 1949 erfolgte die Umbenennung in Grüne Eiche, die 1968 geschlossen wurde. Seither ist dort die MEAG zu finden.
begeben wir uns in die Mühlstraße. Diese Straße ist nicht sehr lang und hat ihren Namen wohl vom Mühlgraben. Wichtigstes Objekt in dieser Straße war bis zur Wende der Textilveredelungsbetrieb Giebe, der spätere VEB Cotana. Er gehörte zu den großen Textilbetrieben von Mühlhausen und war einziger Hersteller in der DDR von Inlet-Stoff. Diesen benötigte man für Omas Federbetten. Auch wurden hier Jeansstoffe hergestellt und veredelt. Neben den bekannten Ansichten von der Kohlenhalde mit Kranbahn und der Einfahrt zum Betrieb sind hier seltene Aufnahmen des Betriebsspeisesaales zu sehen. Während der Betrieb die Hausnummer 33 hatte, befand sich in der Nummer 38 die Gaststätte Germania. Nach ihr wurde der Germania-Stieg benannt, der den meisten als Schwarzer Weg wegen des permanenten Kohlendrecks von Cotana bekannt war und von der Mühlstraße zur Gartenstraße führt. Seit 1870 betrieb Christoph Lütloff dieses Gasthaus, welches 3 Gasträume und 6 Fremdenzimmer hatte. 1941 übernahm Franz Hoffmann das Haus und benannte es 1950 in Hoffmanns Gaststätte um. 1950 wurde das Gasthaus geschlossen und Anfang der 1970er Jahre abgerissen. Es entstand an seiner Stelle das Rohwarenlager von Cotana, in dem heute die Mühlhäuser Pflaumenmus GmbH ihren Sitz hat. Etwas weiter nach Osten kommen wir in den Rest der alten Straße in der Klinge. Diese führt heute von der Mühlstraße bis zum Flutgraben. Dort befand sich in einem Barackengebäude der Betriebskindergarten des Cotana-Werkes. Damit machen wir einen Sprung von der Klinge vor das ehemalige Wagenstädter Tor und zur Wagenstädter Brücke. Vorerst zur Brücke selbst. Anfangs nur eine Furt, wo die Fuhrwerke und auch die Menschen durch das Wasser der Unschrut mussten, um in oder aus der Stadt zu gelangen, baute man später eine Holzbrücke, den Wagensteg. Nach ihm ist die Brücke ursprünglich benannt, auch wenn im Laufe der Zeit aus Wagensteg Wagenstedt wurde. Die Jordanische Chronik berichtet, dass 1659 eine massive Steinbrücke unter erheblichen Mühen und Kosten errichtet wurde. Jordan schreibt: Es ist ein ganzer Sommer daran gemacht worden und haben die Bürger und Vorstädter Tag und Nacht pumpen müssen. Wenn sie 2 Pumpen hatten, so mussten alle Zeit 16 Mann daran stehen und arbeiten. Die Bauleitung hatten damals die Bürgermeister Hieronymus Tilesius und Johann Becke, Bauherren waren Adolf Siegmund Reinhardt und Philipp Oehme. Die Brücke hielt im Wesentlichen bis 1934. Dann erfolgte der Neubau. Die neue Brücke wurde am 4. April 1945 um 17 Uhr unnützerweise von der Wehrmacht gesprengt und es erfolgte ein neuerlicher Brückenbau. Diese stand bis zum Frühjahr 2018 und wird derzeit neu errichtet. Dabei kann ich mir den Vergleich der Bauzeiten nicht verkneifen. Hat der Brückenneubau Mitte des 17. Jahrhunderts einen Sommer, also etwa 4 bis 5 Monate gedauert und die beiden Neubauten 1934 und 1945 etwa ein halbes Jahr, so ist für den Neubau 2018 mit moderner Technik ein ganzes Jahr verplant. Nun gut, hinter der Brücke verläuft die Straße vor der Wagenstädter Brücke. Sie wurde 1869 erstmals erwähnt und hat heute noch die alte Nummerierung wie vor 1888. Eine der dort ansässigen Firmen war mit der Hausnummer 75A die 1923 in der Grünstraße gegründete Strickwarenfirma von Paul Schramm. Der Markenname Paschra ist vielen noch ein Begriff und wurde auch nach der Enteignung 1972 durch den VEB Strickmoden weiter genutzt. Schmidt und Kohle, eine 1900 als Eisengießerei gegründete Firma, die bis 1924 Motoren sowie Blechbearbeitungsmaschinen herstellte und in der Roten Löwenmühle ihren Firmensitz hatte, war ab 1982 ebenfalls vor der Wagenstädter Brücke ansässig. Das aber unter dem Namen VEB Blech- und Biegemaschinen Mühlhausen. Zum Abschluss unseres Besuches in der Georgi-Vorstadt möchte ich kurz das östliche Wendewehr beleuchten. Dazu zählt unter anderem die Rosenhof-Kaserne, die hier von der Hindenburgbrücke in den 1920er Jahren aufgenommen wurde. Meine persönliche Lieblingstankstelle am Wendewehr gehört ebenfalls dazu. Wendewehr ist seit dem 14. Jahrhundert eine Flurbezeichnung für den Unstrutbogen gegenüber der äußeren Stadtmauer.
Als Straßenname ist er mit Unterbrechungen seit 1895 gebräuchlich. Das letzte Bild zeigt die Fuhrwerkswaage der städtischen Industriebahn, die am 1. Februar 1928 dem Verkehr übergeben wurde. Auf einer Fläche von ca. 1 Hektar konnten auf 4 Gleisen bis zu 15 Waggons gleichzeitig zum Ein- und Ausladen bereitgestellt werden. Die Beförderung der Waggons erfolgte durch eine Diesel-Normalspur-Lokomotive. Mit der Bahnlinie von Gotha nach Leinefelde wurde, jedenfalls für meine Generation, das Forstbergviertel von der Georgi-Vorstadt abgeteilt. Überdies, das jüngste Stadtviertel von Mühlhausen, berichte ich im zweiten Teil von Mein Mühlhausen, die Städte vor der Stadt.